Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen auf mit Neugier unterwegs. Ihr fragt mich regelmäßig, welche Flossen ich denn empfehlen kann. Ich habe natürlich nicht alle Flossen der Welt getestet, aber einige hatte ich schon in den Händen, beziehungsweise weiß ich auch, worauf man achten sollte, wenn man sich Flossen kauft. Tja, und deswegen erfährst du heute alles rund um das Thema Flossen, was du wissen musst, um dir gute Flossen zu kaufen. Also, viel Spaß! Ich muss dazugeben, ich bin eine sehr lange Zeit ohne Flossen schnorcheln gewesen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt habe ich auf Flossen lange Zeit verzichtet. Und irgendwann habe ich mir doch mal Flossen zugelegt und jetzt könnte ich gar nicht mehr ohne ins Wasser gehen. Flossen bieten den Vorteil, dass man zum einen energiesparender schwimmen kann, schneller auch abtauchen kann und dementsprechend natürlich auch länger im Wasser bleiben kann und weniger Kraft verliert. Das ist eben der große Vorteil, den Flossen mit sich bringen. Und vielleicht hast du noch nicht ganz so viel Erfahrung mit Flossen und das Schwimmen ist dir vielleicht noch ein bisschen fremd mit den Flossen, aber ich kann dir sagen, ein bisschen Übung und schon kriegst du das wunderbar hin, denn das ist gar kein Hexenwerk, das kriegt man mit der richtigen Flosse auf jeden Fall gut in den Griff. Und ich habe jetzt hier mal drei verschiedene Flossen vor mir liegen. Ja, das sind nämlich so die Flossen, die ich aktuell besitze. Ich hatte auch noch andere, die habe ich aber entweder verkauft oder verschenkt. Das ist eben das, was ich jetzt hier zu Hause noch bei mir habe und auch in Benutzung habe. Ja, und da beginne ich mal mit der ersten Flosse. Das ist eine ganz, ganz einfache Flosse, die benutze nicht ich, die wäre ja ein bisschen zu klein, sondern die benutzt meine Frau Sarina. Und Sarina ist noch so eine kleine Flossenanfängerin, aber hat jetzt beim letzten Trip nach Ägypten auch gesagt, ohne Flosse geht's irgendwie gar nicht mehr. Ja, und sie hat deswegen auch noch eine relativ einfache Flosse, wird aber irgendwann natürlich auch mal das Upgrade wagen. Ja, und bei dieser Flosse ist es so, dass sie relativ kurz ist und sie hat einen geschlossenen Fuß. Das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall hier noch eine Rolle spielen werden. Aber worauf ich bei dieser Flosse erstmal hinaus möchte, ist, dass sie ein relativ hartes Blatt hat. Ja, so nennt man den vorderen Teil hier. Und dieses harte Blatt, ja, das ist natürlich auch wichtig, weil wenn man ein weicheres Blatt hat, dann schwingt das natürlich unter Wasser so richtig schön mit. Und das macht das Schwimmen manchmal ein bisschen einfacher, wenn man die Bewegung noch nicht ganz so gut drauf hat. Ja, denn unter Wasser schwimmen, ja, da muss man schon so ein bisschen so fließende Bewegung haben. Wenn man das eben noch nicht kann am Anfang, dann stellt man sich vielleicht hier und da noch ein bisschen tollpatschig an. Ist nicht schlimm, ging mir genauso. Vielleicht heute auch ab und zu noch. Das ist eben ganz normal. Aber wie gesagt, da ist so ein weicheres Blatt ganz wichtig. Trotzdem kann man sich für einen schmalen Taler hier mal so eine Flosse einfach kaufen zum Ausprobieren. Und wenn man es dann besser hinbekommt oder was anderes möchte, kann man sich einfach eine andere kaufen. Aber ist jetzt nicht verkehrt, sich einfach so eine Flosse zu kaufen. Ja, die lege ich mal wieder hier hin. Ich möchte nämlich auf meine Flossen, die ich in Benutzung habe, erstmal hinaus. Habe ich ja eben schon mal kurz in die Kamera gehalten. Und zwar, ja, sind das zwei recht verschiedene Flossen. Tja, zum einen haben wir hier eine längere Flosse mit einem geschlossenen Fuß und zum anderen haben wir hier eine kurze Flosse mit einem offenen Fuß bzw. mit einem Riemen dahinter. Das hat auch beides wirklich Vor- und Nachteile und ich fange einfach mal mit der kurzen Flosse an, das genau zu erläutern, was hier der Vorteil ist bzw. was natürlich auch dadurch der Nachteil ist. Tja, wir haben hier einen offenen Fuß, ja, mit so einem Band kann ich das Ganze spannen und das heißt, ich kann auch in der Größe das Ganze verstellen. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man die Flosse zum Beispiel nicht nur alleine nutzt, sondern man die zum Beispiel mit Partner oder Partnerin auch tauscht. Aber das ist auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel normalerweise barfuß in die Flosse reinschlüpft, aber zum Beispiel auch ganz gerne mal, wenn man mal ein bisschen im kälteren Wasser unterwegs ist, mal so eine Neoprensocke anziehen möchte. Ja, dann kann man dann natürlich ganz schnell die Flosse verstellen, kommt in die Flosse mit der Socke auf jeden Fall sehr, sehr gut rein und somit ist man da auf jeden Fall für kalte Temperaturen, aber auch für warme Temperaturen sehr gut gewappnet. Des Weiteren ist diese Flosse kurz. Das ist ganz praktisch, wenn man viel im flachen Wasser unterwegs ist. Ja, dann ist das nämlich so, dass man beim Schwimmen natürlich nicht so richtig auf den Boden aufkommt und Staub aufwirbelt und die Sicht schlecht wird, sondern die Flosse ist kurz, man kommt trotzdem gut voran, kommt nicht auf den Boden und somit kann man da sicher und trotzdem recht schnell und auch energiesparend unterwegs sein. Also das benutze ich zum Beispiel auch sehr gerne. Außerdem ist es natürlich ganz praktisch, wenn man in den Urlaub fährt
und jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, so ein Geschoss mitnehmen will. Ja, das ist doch schon im Rucksack was anderes oder im Koffer. Und da ist natürlich so eine Flosse auf jeden Fall fast die bessere Wahl, wenn man nicht so viel Platz im Koffer verschwenden möchte. Dann kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich eine mehr und die andere weniger benutze. Eigentlich hält sich das wirklich so die Waage. Und dann kommen wir mal zur großen Flosse. Ja, ich nehme mal hier die Halterung raus. Die sorgt nämlich dafür, dass der Fuß nicht einknickt. So. Und die hat nämlich hier einen geschlossenen Fuß. Das heißt, die kann man richtig schön anziehen. Der ganze Fuß ist auch geschützt. Ja, wenn man mal so ein bisschen Angst hat, dass der kleine Drückerfisch einen zum Beispiel in den Fuß beißen könnte, dann ist natürlich hier der Fuß gut geschützt. Wäre er aber mit so einer Socke auch ganz einfach. Es ist natürlich so, dass es hier keinen Riemen gibt, der irgendwie drücken könnte, sondern hier ist natürlich dieser ganze Schuh praktisch mit dem schönen weichen Gummi und das ist sehr schön angenehm zu tragen und auch über eine längere Zeit schön zu tragen. Ja, des Weiteren hat man hier natürlich ein langes Blatt. Das heißt, wenn man mal ein bisschen tiefer abtauchen möchte, ein bisschen schneller schwimmen möchte, dann kommt man natürlich damit sehr, sehr gut klar. Und dieses Blatt ist auch wirklich ein bisschen weicher. Ja, das ist hier wirklich ein schönes, weiches Blatt. Da kann man wirklich richtig schöne Schwimmbewegungen mitmachen. Und somit ist das so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie so eine Robbe, die im Wasser rumschwimmt. Sieht zwar nicht ganz so elegant bei uns Menschen aus, aber man kann schon sehr, sehr schöne Bewegungen machen und kommt somit sehr gut durchs Wasser und kann natürlich auch lange Zeit damit schwimmen. Du kannst dir natürlich aber auch diese Flosse hier einfach ein, zwei Nummern größer kaufen und dann kannst du trotzdem eine Neoprensocke damit anziehen. Also das ist auch kein Problem. Du kannst einfach beides machen. Das funktioniert auch ganz gut. Des Weiteren gibt es natürlich auch lange Flossen, die offen sind. Es gibt auch kurze Flossen, die geschlossen sind. Ja, diese Flosse ist ja praktisch auch so. Und wenn man da mal ein bisschen guckt, dann stellt man schon fest, dass man eigentlich alles Mögliche auf den Markt bekommt. Aber ich finde wirklich diese Kombination mit diesen beiden Flossen, das ist für mich wirklich perfekt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir da in nächster Zeit nochmal neue kaufen würde, vielleicht nur zu Testzwecken, aber ansonsten bin ich wirklich damit sozusagen für alle Situationen gewappnet. Es gibt natürlich noch, außer die Flossen, die ich jetzt hier habe, gibt es noch eine Vielzahl anderer Flossen, die sind in der Form, in der Farbe, in der Größe, sind die sehr unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel mal so einen Apnoe-Taucher siehst, der hat natürlich sehr lange, lange Flossen, dagegen ist das hier wirklich ein Witz, da kommt nochmal ordentlich Länge da dran, ja, damit man natürlich noch energiesparender richtig elegant abtauchen kann. Mit solchen Flossen bin ich allerdings noch nie geschwommen. Es gibt aber auch zum Beispiel Flossen für Gerätetaucher. Die sind dann meistens, die sind meistens auch offen. Die sind viel breiter, weil du da richtig mit einem Schuh praktisch reingehen kannst. Mit so einem Unterwasserschuh. Und sowas gibt es zum Beispiel auch. Also wenn du sagst, Füße, das ekelt mich so ein bisschen, wenn ich ins Wasser gehe, da soll kein Fisch dran nuckeln oder so, wird nicht passieren, aber manche haben so eine Angst, dann kannst du auch natürlich dir so einen richtigen Schuh oder eine Socke kaufen und natürlich dann einfach den offenen, die offene Flosse wählen und damit bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Flossen. Ich habe schon einiges ausprobiert, weil ich zum Beispiel im Urlaub mir diverse Flossen schon ausgeliehen habe. Und ich muss sagen, ja, gerade so im letzten Urlaub, wir waren ja fast ein halbes Jahr in Mittel- und Südamerika und waren gerade auf den Galapagos-Inseln sehr, sehr viel schnorcheln. Also die Videos kommen auch, ne? Die kannst du dir demnächst hier auf dem Kanal auch angucken. Da gibt es viel, viel Schnorchelkram. Und da habe ich mir wirklich auch viele verschiedene Flossen ausgeliehen und die waren alle eine Katastrophe. Also ich habe hier meine Cressy Aqua Flossen, habe ich sehr stark vermisst. Vor allem auch, weil das Gummi hinten richtig schön ist und ich habe mir die bösesten Verletzungen angeeignet bei den ausgeliehenen Flossen, weil einfach das Gummi hinten so rau war und ich mir dann so richtig schön die Füße aufgescheuert habe. Und ich konnte dann irgendwann nur noch mit Socken ins Wasser gehen, weil das anders gar nicht mehr ging. Da war einfach eine offene Wunde am Fuß. Deswegen muss ich sagen, ich liebe sie. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Steffen, welche Flosse soll ich mir kaufen? Ich will nur einmal Geld ausgeben und will eine Flosse haben, mit der ich Spaß habe. Dann würde ich hier diese empfehlen. Ja, die ist wirklich, klar, es ist am Anfang ein bisschen schwieriger, gleich mit einer langen Flosse zu starten. Aber einfach so eine Flosse kaufen,
ein bisschen üben, mit der langen Flosse klarzukommen und dann ist das wirklich kein Problem. Dann kannst du eigentlich wunderbar mit allen möglichen Sachen klarkommen. Also muss ich sagen, das wäre wirklich meine Wahl. Würde ich jetzt nochmal auf die Galapagos-Insel fahren für 2 Monate, beim nächsten Mal nehme ich sie auf jeden Fall mit. Also die habe ich wirklich sehr, sehr stark vermisst. Tja, und du findest natürlich die Links zu den Flossen unten in der Videobeschreibung und du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Flossen du hast, also falls du schon Flossen hast, und natürlich kannst du deine Erfahrung damit ganz gerne mal schreiben, denn können nämlich andere Leute aus der Community unten mal ein bisschen nachlesen, ob es noch andere Flossen gibt. Wie gesagt, ich habe nicht alle Flossen der Welt getestet und vielleicht ist ja noch die eine oder andere dabei, die ich mir auch nochmal näher anschauen möchte. Also schreibt gerne einen Kommentar unten rein. Tja, und ansonsten würde ich sagen, schnapp dir irgendeine Flosse, geh raus, geh schnorcheln und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!